So, meinte eine Map noch? Yes. Nice. Der Rest auch? Jo. Na? Ja. Okay. Habe ihr? Ja. Du musst dir eine Map aussuchen. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade erstmal Sachen hinzugefügt. Ja, alles gut. Also das mache ich jetzt zum Beispiel. Eine noch. Map noch, Kidma, und du willst das Prison machen. Warum nicht? Weil wir dann noch 3 Stunden zu tun haben. Ach, wir sterben vielleicht alle sofort wieder. Oh, guck mal, der Fabi will auch Prison machen. Ja, warum denn nicht? Oh, jetzt gegen 2 gegen Willow Street. Alles klar. Ja, ne, wir wollen ja die Chancen gleich halten. So, ich will aber nochmal gerade eben ein bisschen was dazufügen. Hier, ich hole nochmal eben Sanity-Pillen. Ja, stimmt, wenn Prison kommt, dann. Oh, yeah. In the middle of our street. Our house. Wie das einfach jeder kennt, das ist so geil. So, hier Räucherstäbchen nehme ich nochmal mit. So. Zufügen. Okay. Warum sind auf einmal 3 drin? Ich weiß es nicht. Okay, let's go. Luna muss nochmal bereit drücken. Hä? Hatte ich eigentlich? Ja, das, wenn jemand noch was hinzufügt, dann muss man das immer nochmal machen. Achso. Genau. Hey, der Fabi ist Level 5. Geil! Yeah. Geilo. Ha, ich hab einen Banger kurz rausbekommen. Ha, Prison. Das Gefängnis wurde erst kürzlich aus unbekannten Gründen geschlossen. Diese Einrichtung schließt nur noch das Paranormale ein. I wish. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ist ja bald wieder, ne? Klasse. Yay. Geil. Geilo. Bam Bam, nein, bitte geh. Nein, der soll bleiben. Nee, das geht aber gerade nicht. Ich habe noch das iPad hier liegen und dann schmeißt er irgendwas runter und dann. Wuch! Und niemand läuft von mir in der Luft. So. Wenn der Zeuge eines Geisterereignisses erreiche einen durchschnittlichen Sanity-Wert von unter 25%, sollte machbar sein. Ich habe ein Thermometer, eine Taschenlampe und ich glaube, ich nehme noch ein Fotoapparat mit. So. Soll ich wieder die gleichen Sachen mitnehmen wie gerade? Wenn du das möchtest. Wenn du möchtest. Kannst ich meine, du kannst Sachen ja. Ausprobieren, wenn du willst. Hast du so ein bisschen mitbekommen, was man alles messen kann? Wenn du sagst, das und das würdest du gerne mal probieren, kannst du das natürlich auch machen. Was ist denn das hier mit dem orangen Display? Das ist die Geisterbox? Ich erkläre euch, sorry. Genau, das ist die Geisterbox. Da kannst du quasi, wenn du das Ding anmachst, dann kannst du Fragen stellen. Und wenn du Glück hast, in Anführungszeichen, antwortet der Geist dir da darauf. Das ist halt quasi auch ein Beweis, den wir brauchen. So. Genau, das ist die Geisterbox dann. Das blaue hier? Das, du meinst hier dieses komische Fieberthermometer, oder? Ja, das ist Riesenfieberthermometer, ja. Das genau, das hier ist ein Fieberthermometer. Das links neben den Kreuzen, ne? Ja, genau. Ja, genau, das ist ein Fieberthermometer. Damit kannst du die Raumtemperatur messen. Da kannst du zum Beispiel. Okay, so, du hast ein EMF, ne? Nee, ein Thermometer, immer noch. Habt ihr jetzt 3 Thermometers mitgenommen? Scheinbar, dann nehme ich ihn eben. Achso. Nee, alles gut, nur du kannst ruhig dabei bleiben. Wieso geht meine Taschenlampe nicht an? So. Weil du sie gerade ausgerüstet hast, dann musst du Rechtsklick mit machen. Mit Rechtsklick drücken, wenn du sie in der Hand hast. T ist es immer nur dann, wenn du was anderes in der Hand hältst. Okay, ich nehme die Geisterbox mit. Und. Ich nehme auch nochmal ein Fotoapparat mit. Sicher. Soll ich noch was mitnehmen? Hab jetzt 2 Sachen. Also du hast jetzt Taschenlampe und Fieberthermometer. EMS. Und EMS?
Nee. EMF. Hä? Achso, weil da steht EMS drauf. Okay. Achso, ja, das steht EMF. Achso, nee, EMS. Nee, das ist das Fieberthermometer. Alles gut. Nee, wie du möchtest. Du kannst sonst gerne, weiß ich nicht, Wir müssen Zeuge eines Ereignisses werden, einer Jagd entkommen und unser Durchschnitts-Sanity-Wert muss unter 25% sein. Das sollte kein Problem sein. Also du kannst, wenn du möchtest, vielleicht sonst auch nochmal eine von den Videokameras mitnehmen. Ich habe jetzt Kamera und Videokamera mit, okay. Weil ihr habt alle EMF und Thermometer dabei, deswegen. Gut, dann, wenn du möchtest, kannst du vielleicht noch ein Buch mitnehmen. Das kannst du dann irgendwo hinlegen. Also wenn wir oder wissen. Oder die Geisterbox, dann kann sie ja. Nee, die habe ich schon. Ja, aber vielleicht laufen wir ja auch getrennt rum. Dann ach so, ja, klar, natürlich. Das hören, ob der Geist mit ihr reden will oder nicht. Ja, klar. Das ist natürlich auch möglich. Warum ist deine Hose eigentlich so komisch? Also wirklich. Seh nur ich das? Meine? Ja, komm mal, lauf mal einen Schritt vor. Die steht einfach im Schritt, steht einfach sowas in so einem Zipfel ab. Was hast du da? Siehst du das auch? Du sie? Was hast du denn damit geschmuggelt? Ey, ich bin. Voll der Stachel, der da aus dem Bein rauskommt. Ich bin an einem Nagel hängen geblieben, das ist die Jeans, die steht jetzt so ab. Das tut das nicht weh? Ja, doch, es blutet auch arg, deswegen finden mich die Geister so schnell. Ach so, das sind Haie wahrscheinlich. So. Worauf muss ich denn bei dem Thermometer achten? Im Prinzip ist es nur dann interessant, wenn es unter 0 Grad wird, aber du kannst eigentlich schon, ich sag mal, anhand der Temperatur immer so einen gewissen Rückschluss ziehen, ob du in der Nähe vom Geist bist. Was denn? Wo ist der Eingang? Ach so. Ich weiß es auch nicht. Ach da, hinter euch direkt links. Da. Da ist eine Tür offen. Ach da. Lol. Warum gibt's hier so eine riesige Area noch? Das war auch nicht immer so, glaube ich. Warte mal, das Prison ist neu, oder? Kann sein. Weil die hatten nur bei Ghostwatcher, glaube ich, ein Gefängnis. Ja, ich kenne das Prison hier noch gar nicht. Oha. Voodoo-Puppe direkt am Eingang, Leute. Nein, die lässt du bitte liegen. Ja, ich wollte die nur fotografieren. Gut. Alles gut. Gut. Ghostwatchers, ist das eigentlich gruseliger als Phasmo? Wenn sie die Sounds anpassen und so, dann ist es tatsächlich anspruchsvoller. Ja, die Sounds sind halt ein bisschen annoying, weil die so sind. Du kannst sie nicht einstellen. Ich bin abgeschmiert. Okay. Also oh nein, ich. Bist du rausgeflogen? Ja. Oh nein. Wirklich raus, Fabi? Ja, ich bin rausgeflogen. Oh nein. Kannst du gehen wohl links in den Raum und dann ist es bei mir abgeschmiert. Wir können ja auch eben wieder fahren und dann kommst du wieder an. Dann fahren wir nochmal. Ja, lass machen, weil sonst verlieren wir nachher nur Sachen und das ist auch doof. Ja, ich bin raus, also. Dann ja. Gehen wir nochmal ins Prison, alles gut. Hatte ich aber auch vorher nicht das Problem. Das ist echt erst. Vielleicht ist es natürlich jetzt wegen einem Update. Ja, das ist ja auch ein neues Update. Vielleicht ist das halt noch buggy as fuck. So. Ein paar Bugfixes kommen da bestimmt jetzt noch die nächsten Tage. Wie lange ist das jetzt draußen? Ich weiß es gar nicht. So, ich logge einfach mal jetzt irgendeinen random Geist ein. Letzte Woche war es noch nicht das Update. Das müsste jetzt frisch sein. Ich habe auch irgendwas angekreuzt. So. So, müssen wir was ankreuzen? Nö, du ja, aber du ratest jetzt halt einfach und wenn du richtig rätst, hast du halt Punkte gekriegt, so weißt du. Ist halt 1 zu 24 jetzt gerade die Chance. Kannst dir irgendwas aussuchen. Besser als beim Lotto spielen. Das stimmt. Wie? Einfach unten den Geist anklicken bei Beweise. Ach so, da. Dann ist da so ein Kreis drum. Jo. Okay. Dann, let's go. Oh, das war ja mal wieder ein Auftrag, Freunde. Boah. Krass, ey. Boah, richtig was geschafft wieder hier. Und es war... Geil, ich hab richtig geraten. Was war's denn? Ein Poltergeist. Und ich hab Poltergeist angeklickt. Oh, wie geil. Was hast du gekriegt? 30. Nice. Oh, wie geil. Nee, du hast 60 bekommen.
insgesamt. Ja, insgesamt, aber ich habe 30 für den richtigen Geistertyp gekriegt. Aber geil, weißt du, 1 zu 24 die Chancen, ich habe den richtigen, geil. Okay, also wir sind wieder in der Lobby, Barbie, ne? So, beitreten. Wieder. Immerhin habe ich meine Ausrüstung zurückbekommen. Immerhin etwas. Ja klar. Ja, sonst. So, dann ab ins Prison. Okay. Zack. Alles hinzugefügt. Gut. Achso, alles schon ready? Oh, ging super schnell. Also, Weasley noch da? Ja. Ja. Wir sind nur so aufgeregt. So. So. Der Fabi und ich sind irgendwie immer zuerst im Raum. Ja, ich habe eigentlich auch relativ schnell einen PC. Ich wundere zwar, warum es mal crasht. Ich habe auch diesen Ladebalken nie. Der ist bei mir relativ flott, sage ich mal so. Ja, genau, ich sehe den ja bei dir, aber bei mir, ich sehe das gar nicht tatsächlich. Bei mir, ich springe einfach direkt hier rein. Also ich habe so kurz einen Standbildschirm und dann springe ich direkt in hier rein. Okay, krass. So. Ja, was hatte ich denn? Hier. Okay. In the middle of the street. Oh, was muss man dieses Mal machen eigentlich? Ja, erstmal muten. Ja, wie komme ich da nochmal rein? Wenn du Escape drückst, dann hast du da die Visitenkärtchen. Okay. Reinlegen Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Bringe einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen und zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabolmikrofon auf. Die Entwickler mögen das, glaube ich, wenn Geister Kerzen ausblasen, oder? Wir haben die Quest sehr oft. Ist das dunkel? Luke Kemper reagiert auf alle. Okay. Er campt ein bisschen. Oh. Der geht auf alle. So, keine Voodoo-Puppe. Schade aber auch. Guten Tag, ich wollte mich gerne anmelden. Bin neu hier. Wieso ist der Sound jetzt vom Spiel lauter als gerade? Das liegt an deinem PC oder an dir halt in dem Moment. Eigentlich stellt er sich so an sich nicht um. Vielleicht hast du übernatürliche Ereignisse bei dir. Aber gut, das kann man ja relativ easy einstellen. Ah. Wie alle so ruhig sind. So hoch konzentriert. So, kann man hier rein? Ich glaube, dafür müssten wir erst den Strom finden. Der müsste aber auch... Hier kann man rein. Den Notizbuch? Achso, das ist Mein Spiel leckt voll. Fabi, hast du Bock auf Fesselspiel? Echt? Ist es spielbar, oder? Ja, doch. Also, ich sag mal so, Lecks hab selbst ich zwischendurch mal. Ich glaube, das liegt aber am Spiel selbst, weil da eben halt noch nicht alles gefixt ist.
Jetzt das mit dem neuen Update. Das ist auch ein Forever Early Access irgendwie. Ja, das ist also generell, dass das bei Phasmophobia ein paar Probleme sind, das kommt immer mal vor. Oh, Fesselspiele, ich verstehe. So. Oh Gott, diese Türen, ey. Rutsch. Verdammt, ich habe jetzt einen Ohrwurm. Hier ist ein dickes Büro. Oh, habe ich mich erschrocken. Oh, ich habe einen Taschenlampen. Ach so. Ich habe nur diese UV-Taschenlampe an, damit siehst du ja auch was, aber die anderen sehen das halt nicht. Warum liegen ja eigentlich überall diese Handschellen rum? Das ist ein Gefängnis, deshalb. Ja, schon klar. Okay, ich hab's gesehen, ich hab mit der Kamera voll drauf gehalten und Fotos gemacht. Ich hab keine Ahnung, ob da was bei war. Was habt ihr denn gesehen? Vor uns stand gerade einfach der Geist. Meine Seele hat den Körper verlassen. Der ist einfach gerade vor uns gespawnt, der Geist. Aber wir haben ihn, glaube ich. In meinem Gesicht ist der gespawnt. In der Gesicht? Wir sollten jetzt Strom haben. In der ja, Gesicht ich stand halt genau da hinten in der Ecke, wo ja, wir jetzt haben Strom. Sind. Genau. Ich mach hier mal Licht an. Kann man eben hier. Bist du da? Sprich mit uns. Bist du ein Kind? Eigentlich nicht, aber ich frage trotzdem. Wie alt bist du? Dieses Gewitter, ey. Ist doch voll Ambiente. Sprich mit uns. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Hä, man kann Türen aufmachen. Wie mache ich das? Mit Linksklick. Oder mit der Maus. Genau, du machst Linksklick, dann hältst du die fest und dann musst du, je nachdem, ob es ein Ziel- oder Drücktür ist, in die eine oder andere Richtung. Also hoch oder runter mit der Maus. Okay. Eine Ziel- oder Drücktür. Überwachungskameras. Also auf die Geisterbox wollte er jetzt gerade nicht reagieren. Vielleicht macht das später. Muss ich nochmal. Wo habt ihr den denn gesehen? Unten oder oben? Nee, der war oben im ersten Stock. Also ich guck mal. Ich geh mal ins Treppenhaus. Oh, hier ist ein Krankenzimmer, ja fett. Ja, habe ich halt auch gesehen. Da wollte ich eigentlich gerade die Geisterbox nochmal probieren. Du bist einfach durch die Tür gelaufen. Ich hab die gar nicht aufgemacht. Denn alle. Bist du da? Ach, hier unten ist ein Knochen, ne, Leute? Oh, wo ich denn? Ich hab eine Kamera mit. Ich auch. Kamera dann hier. Ich sag mal hier oben. Da ist ein Totenkopf. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Ah ja, alles klar. Sprich mit uns. Ne, tote Buchse. Nothing. Jetzt bist immer du, Dusi. Ich denke immer, dass irgendwer anders da ist, aber wo seid ihr beiden Hübschen denn eigentlich, Fabi und Luna? Unten bei den Zellen. Okay, habt ihr den Knochen schon fotografiert? Ja. Warte, ich guck mal. Ah, da, ich sehe UV-Licht. Ah, da. Guck mal, da. Ich zeig euch mal, wo der Geist war. Also ich bin jetzt alles abgelaufen mit UV-Licht. Ich habe bis jetzt nirgendwo Fingerabdrücke oder ähnliches gefunden. Also würde ich das eigentlich schon fast abhaken. Ach, hier konnte man durchgehen. Das habe ich nicht gefunden. So, und der Geist stand quasi da vor diesem Rolltisch. Oh, warte, es wird kälter. Nee. Aber der stand hier, wie gesagt, vor der Tür, hier in der Ecke. Ja, ich glaube, er ist auch da. Jetzt habe ich vor Schreck mein Tiefthermometer ausgemacht. Ja, besser als auch fallen lassen, wie du sie vorhin. Also der stand halt wirklich hier in der Ecke. Genau, genau. In meinem Gesicht und dann habe ich auch... Box, oh, er hat mit mir gesprochen, er hat mit mir gesprochen. Er hat über die Geisterbox gesprochen, wir können die Geisterbox an... Oh, das waren gerade 0,9.
Aber noch plus? Ja, ja. Okay, dann haben wir keine Gefriertemperatur. Also noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, ja. Aber wir können zumindest schon mal Geisterbox anhaken. Wart ihr denn da hinten links schon? Ja, da war ich schon. Aber ich hatte halt kein Thermometer, ne? Ja, deswegen, ich guck mal eben. Also wenn es jetzt hier bei dir nicht anschlägt, würde ich sagen, dann können wir es auch als nicht erfüllt abhaken. Du bist immer so hektisch. Ich? Ja, Entschuldigung, der Geist wartet nicht. Aber wir waren ja gerade schon bei 0,9, also das kann ja vielleicht noch was kommen. Okay, ich... Wieso erinnern mich die Mülltonnen an Ketchup und Senf? Was? Die sind rot und gelb. Ja, stimmt, ne? So ein bisschen, Wir hätten jetzt da Musik angemacht. Ich bin Bratwurststand. Ich höre keine. Ich hätte gerne ganz kurz Musik. Du kannst das Thermometer aus uns einfach hier hinschmeißen. Achso, Fesseln liegen hier. Aha. Luna? Ja, bitte? Du kannst das Thermometer auch sonst einfach hier hinschmeißen. Mit G. Ja, dann? Ja, dann können wir uns neue Sachen holen. Er ist am Jagen, ne? Echt? Nein, ist er nicht. Ich stehe im LKW. Ich hab eine Handabbrücke, tatsächlich jetzt. Okay. Fingerabbrücke, hier. Hier vorne an der Tür sind welche tatsächlich von innen. Alles klar. Eins, zwei, drei, vier Finger. Yes. Moment. Also Fingerabdrücke haben wir, okay. Genau, und wir hatten Geisterbox. Und Geisterbox hatten wir auch, genau. Genau. Also EMF5 kann es schon mal nicht sein. Es kann noch Dot sein, Geisterbuch und Gefriertemperaturen, weil Geisterorbs sind es auch nicht. Oh. Lebst du noch? Oh. Ist wer tot? Ja. Aber nicht für die Luna, oder? Doch. Oh nein. Oh, was hast du für Glück eigentlich immer? Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich dann laufen soll oder nicht. Ich bleib dann immer stehen und duck mich einfach hin. Warte, ich mach ein Foto davon. Du kannst damit auch nichts falsch machen. Es ist egal, ob du läufst oder dich wegduckst. Du kannst das Glück haben, dass der Geist in eine andere Richtung geht. Du kannst aber auch Pech haben, dass er dich verfolgt und so weiter, weißt du? Ja, der war halt genau hinter mir. Es ist halt, manchmal hat man da leider ein bisschen Pech mit. Das ist genauso wie vorhin, als ich alleine mit der Dusi war, wo uns die Geister auch sofort weggesnatcht haben, weil wir genau da gespawnt sind, wo wir waren. Ich will ja nicht sagen, dass diese Map noch riesig ist, ne, Leute? Weil in einem Bereich waren wir noch gar nicht. Wer weißt du das? Weil ich gerade gecheckt habe, dass man es aufmachen kann. Oh, okay. Er hat übrigens das... Er huntet gerade. Ja, boah, ich habe die ganze Zeit Herzklopfen, das nervt ein bisschen. Ich glaube, das ist auch noch ein Soundbug, den man hat, tatsächlich. Das habe ich nämlich auch, wenn ich sterbe. Also er hat auf jeden Fall das Geisterbild erkannt. Mhm. Und, Streck mal! Merci, vielen, vielen Dank für die Cheers. Danke sehr. Die Firma dankt. Und Hallöchen, willkommen zurück, muss man hier schon sagen. Überreste. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was hatten wir denn? Also es können bei mir theoretisch noch Poltergeist, Phantom oder Mimik sein. Was? Mhm. Poltergeist, Phantom, Mimik, genau. Mimik kann es aber eigentlich nicht sein, weil Mimik hätte doch 6 Finger, oder? Waren es nur 5? Es waren definitiv nur 5. Okay, das heißt, Mimik können wir ausschließen. Also, wir hatten wir jetzt gerade eigentlich Gefriertemperatur? Nee, ne? Wir hatten nur 0, nee. Ja. Warte mal, wenn wir die ausschließen, ja gut, dann ist der Mimik auch raus. Also von daher. Dann kannst du Poltergeist erfahren. Okay. Ich böse, beziehungsweise PC vorhin ausgemacht und jetzt mit am Handy. Ah, okay, alles klar. Das kann weg. So. Geisterbuch nehme ich mal mit. Und DOT Dots nehme ich mal mit. Ich hau mir noch mal ein paar kleine Pillen rein, Freunde. Achso, nee, kommt mal mit, Leute. Dann zeige ich euch mal das, was ich meinte. Wo hier noch. Das ist noch riesig, das Gelände. Warte, wo bist denn du jetzt lang gelaufen? Raus, ne? Wir warten hier. Achso, warte. Ich. Habt ihr ein Buch mitgenommen? Ich hab ein Buch, ja. Aber kannst du auch noch eins mitnehmen. Das ist ja relativ groß, das Gebiet.
Okay, so. Warte mal. Foto. Ja, Fotoapparat nehme ich nochmal mit. Kann man eigentlich, wenn man jetzt selber als Geist den Geist sieht, weiß man dann, was das für einer ist? Nein. Nee. Yeah. Achso. Das ist. Das Aussehen hat echt nichts zu sagen. Achso, okay. Aber das der Vorteil ist halt immer, du kannst uns sagen, wo der Geist ist, weil du siehst den Geist. Ja. Ich habe vorhin gedacht, dass es hier nicht mehr weitergeht. Aber man kann die Tür nicht tatsächlich aufmachen. Oh, ist er am Handen? Dementsprechend wird das Ganze noch größer. Ja gut, aber wir haben ihn da oben ja eigentlich schon schon ja. geortet, oder nicht? Also wir haben ihn ja quasi schon gefunden, also kann uns der Rest ja relativ egal sein. Ich meine, das sieht hier zwar cool aus. Oh, geil. Ich sehe ihn. Der läuft da vorne. Was? Da. Seht ihr den nicht? Direkt vor euch, Leute, seht ihr nicht? Ach doch, da. Ich habe ihn gerade kurz gesehen. Jetzt ist er aber weg, oder? Nee, ich sehe ihn nicht. Wie kann man da eigentlich schneller laufen? Mit Shift? Genau, mit Shift. Aber nur gefühlt 3 Sekunden. Boah, dieser Heartbeat, der nervt einfach so ultra. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob das extra ist, weil das war vor dem Update nicht so. Nee, ich glaube, das ist ein Bug. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es, wenn du tot bist, dass du die ganze Zeit noch diesen Herzklopfen hast. Ja. Na? Nein. Oh, wie bequem die hier aber hausen, ne? Einfach eine Matratze auf den Boden gelegt. Ich muss sagen, die Toilette ist besser als die Matratze. Genau, das Bett. Wenn man es so nennen möchte. Hier ist ein Bett ohne Matratze. Hä? Oh, geil. Immerhin, er hat eine Zahnbürste und Zahnpasta. Wow, das ist wahrscheinlich einer von den VIP, das ist so ein Uli Hoeneß wahrscheinlich damals gewesen. Hier kann man hoch. Hat einer von euch Walking Dead gesehen? Hier gibt es noch einen Garagen. Ja. Das Prison erinnert mich gerade voll hart an Walking Dead irgendwie. Ja, schon, stimmt. Ja. Da kommt noch ein Zombie. Also ich nehme jeden Geist, ne? Aber wenn ein Zombie kommt, bin ich raus. Hä, warum Zombie? Ich kann das nicht mit Zombies. Hä, fandest du 7 Days gestern denn schlimm? Ich habe auf jeden Fall mehr zugehört als hingesehen. Okay. Ich meine, ich finde zwar die neuen Charakterdesigns der Zombies von 7 Days extrem nice, also die sehen schon tatsächlich mal so ein bisschen creepy aus. Nicht so wie vorher, wo die einfach so ein Geklecksel waren. Nee, aber Zombies finde ich irgendwie so. Die sind mir zu menschlich irgendwie. Ich finde es. Cool, hier ist ein Fußballplatz. Cool. Verzeihung. Ah, nee, es ist Basketball, sorry. Ey, es ist bei beiden. Hat auch Bälle. Sag mal, du sie, warum? Der Geist. Oh. Pau. Dusi, bist du. Nein! Nee, Dusi ist platt. Dusi, nein! Nein! Warum? Wo seht ihr das denn dann, wenn jemand tot ist? Weil er tot hier liegt. Ich habe ein Fotoapparat dabei, ne? Achso, ich dachte, das sieht man irgendwo im Buch oder keine Ahnung. Ich habe Dusi mal fotografiert. Haben wir. Tja, es steht das nächste im Buch, ne? Nein. Schreib ins Buch! Hast du noch einen Mut dabei? Ja, tatsächlich ja. Er läuft über uns, ne? Ja. I think so. Ich glaube, er läuft auf mich zu. Yep. Und tschüss. Okay, dann sollten wir vielleicht ein bisschen Kette geben. Du bist alleine. Er jagt mich. Ach nö. Noch nicht. Hä? Lebst du jetzt noch? Noch, ja. Ich hab's weggeschafft. Das war aber ziemlich knapp. Oh, geil.
Ja, wusstest du, dass später im Loot meine Zombies explodieren können? Soll ich jetzt was verraten? Ich weiß es gerade gar nicht, ob die explodieren können, aber werden sicherlich rausfinden. Wo bin ich denn jetzt? Ich wusste es ja. Was denn? Nee, hier geht's doch raus, oder? Ah, Tatsache. Ach, die haben eine Bombe, Mann. Okay. Ja, nee, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Aber brauchen wir nicht. Brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Alles gut. Left 4 Dead. Left 4 Dead 2. Habe ich jetzt persönlich nicht gespielt. Abi, bist du noch da? Ja. Schreibe etwas ins Buch. Oh, bist du da? Deine Sanity ist übrigens bei 0. Alles perfekt. Ich renne mal raus. Ja, ich glaube, warte mal, ich guck gerade mal eben, was haben wir denn jetzt noch? Also Phantom oder Poltergeist? Ja, das ist halt wirklich nur das Buch oder das DOTS-Projektor. Ganz ehrlich, ich gehe jetzt no risk, no fun, ich gehe jetzt auf Phantom. Weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt nur noch unnötig sterben, ist viel zu groß. Ich werd gejagt. Oh nein, warte. Ich guck auf den Bildschirm. Wie ist das eigentlich, wenn man stirbt, aber man die Mission erfolgreich abschließt, weil die anderen fahren? Sind dann die eigenen Sachen trotzdem weg oder sind die nur dann weg, wenn alle failen? Boah. Frage, nächste Frage. Okay, gut, hätte sein können, dass es einer von euch weiß. Vielleicht weiß Lila das ja. Weil Lila ist im Chat. Genau. Die sind weg, sobald du stirbst. Okay. Ja, also, ich glaube, ich bin platt jetzt. Ja, ich bin platt. Nein! Da komme ich nicht mehr weg. Nein! Warum musst du gehen? Stopp, ich steck noch. Ich bin vor mir stehen geblieben, abgehauen. Ach, cool. Ey, jetzt noch weg. Er stand direkt vor mir. Ich habe schon die Grabrede angestimmt. Oh, hi. Ja. Also wie gesagt, ich habe Phantom jetzt mal einfach eingeloggt. Weil er hat ja jetzt nicht so rumgepoltert eigentlich. Ich meine, es gab jetzt auch eigentlich wenig zu poltern, aber... Ja, ich würde auch mit Phantom gehen. Wie seht ihr beide das? Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Dusi? Ich schließe dann mich... Okay, du bist Mitläufer. Luna, hast alles du ausgewählt? Ja, Phantom habe ich gewählt. Perfekt. Okay, dann habt ihr alles? Yes. Okay, ich guck bei mir immer zur Sicherheit. Dann let's go. Und es war Poltergeist. Naja, gut. Gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Weißt du, bei der Chance 1 zu 24 rate ich richtig, aber bei 1 zu 2, nö. Aber der hat doch die ganze Zeit das Buch komplett ignoriert. Ich habe ein neues Level freigeschaltet. Prisoner of Profi. Oh. Nice. Aber ich verabschiede mich. Ja, ich für mich war es auch die letzte Runde. Alles gut. Vielen Dank fürs Spielen, hat Spaß gemacht. Ja, Dito, ich danke auch. Gehe dann auch raus, aber hier, ich mache natürlich noch offiziell die Verabschiedung, aber hier aus Discord schon mal raus. Also danke nochmal in die Runde fürs Dabeisein, fürs Mitspielen, hat Spaß gemacht. Kann man natürlich gerne nochmal wiederholen. Und, danke auch. Bis dann. Ja.